Die World Border in Craft Attack ist endlich gefallen. Wir haben geupgradet auf die Version 1.18.1. Ich zeige es euch, lock mich aus. Und hier unten in der Ecke sehen wir 1.18.1, aber modded. Das bedeutet, ich habe einfach Optifine drin. Aber es spielt keine Rolle, was das bedeutet. Ja, ich habe erstmal eine Runde gestreamt und wieder Diamanten gefarmt. Ich habe ja mit einer bestimmten Technik habe ich 16 Diamantblöcke plus 15 Diamanten rausgekriegt. Und das war sehr erfolgreich. Aber ich habe noch ganz viele andere Sachen entdeckt. Und es ist sehr interessant, an der Border mal entlang zu fliegen. Das machen wir jetzt auch gleich. Und ich zeige euch zwei geile Spots, beziehungsweise drei geile Spots, die man so nie bekommen könnte. Um euch nochmal zu erklären, was es überhaupt bedeutet, die World Border wegzuhaben. Wir haben ja in Craft Attack die Version 1.17 hatten wir zum Start des Projektes, weil das Caves and Cliffs Update, das wurde ja in zwei Teile gesplittet. Die 1.17 und die 1.18. Und wir sind im November mit der 1.17 gestartet und hatten die Welt begrenzt auf einen Radius von 10.000 mal 10.000 Blöcke. Und da war dann die World Border, ne? Und nach der World Border ist dann sozusagen nichts mehr generiert, weil wir wollten das Ganze in 1.17 lassen. Und wenn die World Border weg ist, dann mit 1.18 generieren 1.18 Chunks. Und da sieht man eine richtig, richtig coole Grenze. Das werden wir jetzt gleich sehen. So, und dadurch, dass ich so experimentierfreudig bin, habe ich natürlich ein Portal an der World Border gebaut. Also früher bin ich durch dieses Portal durch und bin dann direkt an der World Border rausgekommen. Allerdings ist die Koordinatenanzahl jetzt mit dem 1.18 Update, ist dieses Portal automatisch hinter der Border. Also, ich zeig's euch am besten. Wir kommen jetzt nicht mehr in einem Dschungel raus, so wie in diesem Video, sondern wir kommen dort raus. Achtung, aufgepasst. In einem ganz normalen Wald, in einem, ja, mit ein paar Birken und so, aber, ja, ist kein Dschungel, ist kein gar nichts. Unser ehemaliges Portal ist nämlich jetzt wo ganz anders. Nämlich 1000 Blöcke in diese Richtung. So, wir müssten jetzt gleich da sein. Mein Portal müsste sich dann, ich glaube, hier war es irgendwo befinden. Da, hier, das ist das ehemalige Portal. Hier, und da sind wir rausgekommen. Und dann habe ich hier einen Pfeil hingesetzt, weil ich habe da hinten einen Bunker an der World Border gebaut. Also die World Border, die war ursprünglich an dieser Stelle hier, ne? Jetzt fragt ihr euch, hä? Aber wo beginnt dann der Cut zwischen 1.17 und 1.18? Das ist ein bisschen weiter da hinten, da gehen wir gleich hin. Ich möchte euch nur noch mal kurz den Bunker zeigen, den ich gebaut habe, wie er aussieht ohne World Border. So, hier sind wir jetzt in einem Dschungelgebiet und da habe ich einen Bunker reingebaut. In diesen Berg hier rein. Der Eingang befindet sich einmal hier. Das war, glaube ich, so dritte Folge oder so, wo ich den Bunker gebaut habe. Einfach just for fun, weil ich etwas an der World Border bauen wollte. Und das ist jetzt Geschichte. Es ist jetzt einfach Geschichte, weil die World Border ist weg. Also sie ist noch da, aber sie ist bei den Koordinaten 3 Millionen, wenn ich mich nicht täusche. Und sie war halt ursprünglich hier. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber der Ork war auch hier mal zu Gast und hat das Ganze eingerichtet, orkisch, voll nice auf jeden Fall. Und hier die World Border, die hier durchgegangen ist, das habe ich ja als Fenster benutzt, die ist weg. Die ist einfach weg. Und diese Chunks hier, die waren generiert, das hier sind noch 1.17 Chunks. Und jetzt gehen wir mal zu dem Punkt, wo 1.17 und 1.18 aufeinandertreffen. Achtung. Da müssen wir erstmal ein bisschen hier lang fliegen. Und das sieht richtig crazy aus. Aber das ist deutlich erkennbar. Also hier ist überall noch 1. Ja, hier haben wir es. Hier haben wir den ersten Cut. So. Das hier ist 1.17. Ne, 1.18. Das hier ist 1.17. Wenn wir hier lang gehen, ist das eine ganze Grenze, die sich durchzieht. Da ist übrigens ein Nether-Portal. Ich loote das mal. OP-Goldapfel incoming.
Nein, aber Obsidian. Kann man ja gebrauchen, wenn man mal jemanden pranken möchte oder so. ja, das zieht sich hier auf jeden Fall durch. Wir gucken uns das aus der Luft nochmal an. Guck mal hier. Und da sieht das richtig crazy aus einfach. Hier ist das richtig, passt auf, das wird noch krasser. Oh, ja, hier habe ich eine Mauer gebaut, aus Spaß, weil da hinten ist ein Dorf. Und das Dorf möchte illegale Einreisen von 1.17 nach 1.18 aufhalten. Aber die sind dumm, die Villager, und deswegen kann man um die Mauer herumgehen. Na, ihr wisst Bescheid. So, auf jeden Fall, hier seht ihr es gleich beim Mesa-Biome. Guck mal. Im Chat hat man geschrieben, das sieht aus wie ein riesiger Kuchen, so aufgeschnitten. Voll nice einfach. Und ich habe beim Entlangfliegen der World Border drei Sachen entdeckt. Wirklich drei Sachen, die zeige ich euch jetzt, die ich cool finde. Und da fliegen wir jetzt nämlich gleich mal hin. So, wir sind am ersten Punkt angekommen, den ich euch zeigen möchte. Nämlich einmal hier den fliegenden Pillager-Posten. Der ist echt ein Highlight. Ich finde ihn richtig crazy. Den habe ich mir auch hier geclaimed. Weiß nicht, ob ich damit irgendwas machen werde oder so. Aber ihr seht hier, das ist 1.18 World Generation. Hier einfach ein fliegender Pillager-Posten. Also, was will man mehr? Crazy, oder? Also, ich liebe solche Random-Strukturen in Minecraft. Feiere ich extremst. Aber ob ich damit irgendwas anstellen werde, ne, keine Ahnung. Habt ihr vielleicht irgendwelche Ideen, was man damit machen kann? Für eine Schatzsuche oder so, denke ich, kann man das gut benutzen. Aber mal gucken. Vielleicht verkaufe ich das Grundstück. Wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter zu einem zweiten besonderen Punkt. Also, das ist jetzt nichts Besonderes, aber ich habe das da entdeckt durch diese World Generation Aufeinandertreffen hier. Diese Mega-Höhle, also das ist wirklich einfach eine Mega-Höhle. Die wollte ich euch jetzt einfach nur so zeigen, weil es einfach eine Mega-Höhle ist. Da war ich im Stream schon drin und habe hier einen Batzen Diamanten rausgeholt, weil das geht hier bis da runter. Ja, aber damit wollen wir uns jetzt nicht so lange aufhalten. Ich finde es einfach nur nice. Ja, weiter zum zweiten besonderen Punkt. Der zweite besondere Punkt nähert sich. Hier, Leute, seht's euch an. Das hier ist die Ecke der World Generation. Einfach hier der Eckpunkt. Das ist wie in Sky Attack, als Kroko und ich in die Ecke der World Border sind. Wir sind jetzt hier in der Ecke der World Generation einfach. Ich finde das mega nice. Einfach dieses... Keine Ahnung, hier haben wir die ganze Zeit Craft Tech gespielt, in dem Gebiet 1.17. Und die 1.17-Welt ist jetzt einfach umringt mit 1.18 World Generation. Wir können ja mal kurz hochfliegen, gucken, wie das von oben aussieht. Boah, einfach richtig mega. Und das hat noch was Besonderes. Also durch das, dass ich zu dieser Ecke geflogen bin, habe ich was Besonderes entdeckt, was nicht weit weg ist davon. Nämlich... Einfach ein Pilzbiom. Ja, ich habe ein Pilzbiom. Möchte jemand ein Pilzbiom kaufen? Sie können sich bei mir gerne melden. Das hier ist jetzt zu verkaufen. Was meint ihr, wie viel wert wäre ein Pilzbiom? Ich habe hier geclaimed natürlich. Finde ich ziemlich nice auf jeden Fall, dass ich das entdeckt habe. Das muss ich euch unbedingt zeigen. So, ja, die Phantome nerven. Wir fliegen jetzt noch. Ja, ich bin gerade allein auf dem Server. Aber wenn man hier unterwegs ist, dann kann man auf einen Craft Attack-Spieler finden, der Outsider ist. Also der ist ein Outlaw. Der möchte nichts mit der Zivilisation zu tun haben. Deswegen hat er an der World Border auch gebaut. Übrigens, das habe ich auch noch gefunden dann. Direkt im Anschluss. Also wenn jemand Eis braucht, finde ich einfach mega. Ist das hier ein Drowned Door? Alter, jetzt wird's ganz wild. Warte mal, wir gucken da kurz rein gleich. Nein! Nein! Ich hole mir kurz diese Angel. Sieht nice. Warte mal. Curse of Vanishing. Tschüss, dann verschwinde doch. Ganz kurz. Ich wollte euch zeigen, wo Skate baut. Der hat nämlich auch an der World Border gebaut. Ich glaube, so in die Richtung ein bisschen. Ja, und hier baut der liebe Skate auf einer wunderschönen, großen Insel, wie ihr sehen könnt, am Arsche der Welt. Ne, der hat es nicht weit bis in die 1.18 Chunks.
Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis dann. Und zieht euch jetzt am besten das Video rein, wie ich die Polizeistation in die Luft jage.